Ja, Golo, wie siehst du das Rennen bisher? Das Rennen, der läuft genau, wie wir es erwartet haben. Weil Lars vorne, Kline direkt dahinter. Perfekte Voraussetzung jetzt für den Marathon, würde ich sagen. Ja, das kann halt absolut von den Bedingungen abhängen. Das taucht bei einem Trackerpunkt gerade nicht auf. 4 Tage vor dem Wettkampf anzureisen, was natürlich nicht so wirklich cool ist. You're not fighting it, because you lose. Ich freue mich mega, mega morgen aufs Rennen. Das wird, glaube ich, super, super spannend. Ich bin nur vorbeigeschwommen. What the fuck is that? Wenn man sagt, ich mache einen Ironman, dann ist die zweite Frage, hast du schon mal Hawaii gemacht? Stimmung heute? Gut, ein bisschen spät dran, was nicht an uns lag, aber sonst kann ich mich nicht beschweren. Ist heute Zeit für einen 40er Schnitt oder ist der heute nicht dran? Wir machen es einfach. Ja, das Wichtige ist jetzt halt, ich würde sagen, keinen zu pushen, weil alle sind schon sehr aufgeregt, das merkt man auch in vielen Situationen. Zum Beispiel, dass alle noch mal kurz auf Toilette gehen müssen, bevor die Session startet. Das ist so ein typisches Zeichen dafür, dass eine gewisse Aufregung auf jeden Fall vorhanden ist. Und von dem her, es geht jetzt so ein bisschen einfach noch mal Race darzustellen, noch mal zu gucken, ein bisschen anzupushen, aber auch nicht zu übertreiben und einfach so ein bisschen zu gucken, wie fühlt sich der Körper, wie fühlt man sich in general hier. Und wir machen jetzt noch 2 Intervalle, die gut machbar sein sollten für alle. Einfach noch ein bisschen antesten und schauen, wie fühlen sich die Jungs. Ich finde sie eigentlich echt cool zu fahren, also wenn man dann echt die Chance hat, auf dem Fahrstreifen zu fahren und dann nicht auf dem Dreck fahren muss teilweise, finde ich das echt ganz abwechslungsreich und angenehm zu fahren, muss ich sagen. Gefällt mir ganz gut die Strecke. Wenn ich so auf die klimatischen Bedingungen eingehe, hätte ich es mir fast noch ein bisschen schlimmer vorgestellt, als es jetzt ist. Weil es ist schon heiß, ab und an mal ziemlich drückend, aber ich habe gedacht, dass man so gerade auf dem Highway manchmal noch mehr gebrezelt wird, als es jetzt schon war. Und ansonsten muss ich sagen, glaube ich, muss ich mal so ein bisschen den Wettkampf abwarten, um zu gucken, was da dann so für ein Vibe herrscht. Aber sag ich mal, aktuell, was ich so mitbekommen habe, finde ich das schon so ziemlich in die Richtung, sag ich mal, wie man sich das eventuell hätte vorstellen können. Aber so, ich meine, ich habe schon mal einen so einen größeren Mountainbike-Wettkampf in Südafrika gemacht, wo das relativ eng zusammen war mit vielen Athleten. Und da bekommt man einfach so in der Stadt, hier ist es ja fast eher ein Dorf, so einen gewissen Vibe mit, der dann da herrscht. Und das ist halt echt schon so ganz cool, einfach mitzunehmen. Und das ist so das, was ich auch so ein bisschen erwartet hatte. Morgen zu unserem 4. Tag auf Kona. Heute gehen wir zum Hoala Swim, was so ein bisschen ein Test-Event ist, eine Woche oder 6 Tage nur noch vor dem großen Event. Die Jungs gehen einfach nochmal ins Wasser, schauen sich das Ganze nochmal an, schwimmen einfach mit mehreren Athleten nochmal zusammen. Und eigentlich ist bei allen so die Vorgabe, 1,9 Kilometer locker, 1,9 Kilometer ein bisschen zügiger zu schwimmen. Ich weiß, letztendlich werden wahrscheinlich alle relativ zügig schwimmen, das ganze Ding. Und wir schauen uns das Ganze heute einfach mal an. Also ich finde, das Hoala Swim ist halt nochmal eine gute Möglichkeit, um nochmal auch zu gucken, sich so in der Gruppe zu bewegen und so ein bisschen Open Water, sich das Ganze auch anzugucken. Aber man das darf auch nicht vergessen, das ist schon super, super anstrengend. Und gerade jetzt für die Athleten, die eigentlich am Donnerstag starten, ist es halt fast zu kurz. Also es ist fast zu kurz von der Zeit her, dass man sich noch genug regeneriert. Von dem her würde ich so ein bisschen gucken, wenn du ein richtig guter Schwimmer bist, kannst du auf jeden Fall hier starten. Und auch vielleicht ein bisschen konservativer das ganze Ding angehen. Wenn du noch nicht ein ganz so guter Schwimmer bist, würde ich es dir vielleicht nicht unbedingt empfehlen.
ersten 1000 Meter ganz schönes Gekämpfe, auch gar nichts gesehen, so komplett in den Wasserblasen. Warst du vorne mit drin? Ja, so im Mittelpack würde ich sagen. Und es ging aber trotzdem ganz gut. Hab, glaube ich, so ein paar Gruppen gefunden, mit denen ich da bis zur Hälfte schwimmen konnte. Und auf dem Rückweg hatte ich wirklich gar keine Orientierung, keine Bojen gesehen, nichts. Und bin nur so halbwegs den Gruppen hinterher geschwommen, die ich irgendwie hatte. Aber gefühlt sind wir dann doch schon einen ganz guten Bogen geschwommen, anstatt einen geraden Weg. Aber insgesamt bin ich schon zufrieden. Denke, das kann ich für Samstag auf jeden Fall mitnehmen. Also hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Coole Atmosphäre. Für eine dreiviertel Stunde. Und das Licht holt das Plankton dran. Und dann bei uns waren es so 5 Stunden. It was nice. I was looking forward to it for a long time. And now we are finally here. And I think it could be much worse, but it could be just a little bit better. So it's not bad. Right. I'll take that. Here and back, it's like 5K. Tine macht jetzt noch eine Laufsession. Tine hat in der letzten Zeit ein bisschen Probleme mit seinem inneren Oberschenkel. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir einfach nochmal testen bei ihm. Dass wir nochmal gucken, so ist alles in Ordnung, und das ist einfach heute nochmal so ein bisschen ein Test dafür. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber es ist einfach wichtig, jetzt nochmal zu gucken, sind die Athleten gesund, fühlen sie sich gut, und Tine macht einen sehr, sehr relaxten, guten Eindruck. Aber ich glaube, es ist wichtig, jetzt einfach nochmal wieder ins Laufen zu kommen und zu gucken, fühlt sich alles genauso an wie vorher, und das checken wir jetzt einfach nochmal ein bisschen. Ich sag mal, Tine ist jemand, der sehr demütig ist, der sehr humble ist, der sehr, sehr viel aufnimmt, auch von Coaching-Advices immer wieder, die ich ihm einfach gebe. Und bei Tine geht es mehr darum, auch so ihm mehr auch Mut zuzusprechen und zu sagen, du kannst es dir rausnehmen, du kannst dir das erlauben, du wirst auch laufen können, auch wenn du jetzt ein bisschen die Verletzung hast. Guck einfach, wie es sich für dich anfühlt, und dann geh einfach da rein und schau, wie es sich einfach da für dich anfühlt, und ihm eher Mut zuzusprechen und ihn da einfach eher mal mehr auch vielleicht mal zu sagen, ey, mach es jetzt einfach, zieh es jetzt einfach mal durch, und vielleicht auch in gewisser Weise noch einen Arschtritt zu geben oder sowas. Ja, das ist halt eher so bei Tine der Fall, würde ich sagen. So, okay, great. There's still hope. Feeling better? Yeah, yeah. It's, I think, it's not worse, you know, okay, during the run. I think, yeah, that's a good sign. Yeah, that's a good sign. Mm, it would be worse, like, step by step. Uh-huh. Ja, ist nicht ganz so optimal. Also Tina hat immer noch ein bisschen Schmerz im gerade so im oberen Bizeps femoris. Und er hatte auch auf seinem MRI-Scan hatte er da so ein bisschen so eine leichte Entzündung, die da noch da war. Und ja, es ist immer noch so ein bisschen da. Er hat es nach dem Flug auch stärker als jetzt, aber ist nicht ganz so optimal, dass es jetzt noch da ist. Jetzt will er noch ein bisschen lockerer laufen, gucken, wie es sich dann so ein bisschen verhält. Manchmal wird es auch besser, dann, wenn man ein bisschen Bewegung reinmacht. Aber ich glaube, es ist jetzt einfach mal wichtig, dass wir nicht zu viel machen. Stefan ist nicht auf seinen Flieger gelassen worden in München, weil sein Sohn nicht einreisen durfte, obwohl er einen neuen Reisepass hat. Das heißt, seine ganze Familie muss jetzt zurückfliegen, und er weiß noch nicht so genau, wie er es machen soll. Jetzt so ein bisschen organisieren, ob er vielleicht bei uns noch mit rein kann in die Bude, dass er seine so ein bisschen stornieren kann, weil er wahrscheinlich erst in 3 Tagen hier anreist. Einfach jetzt mal abwarten, was passiert, aber ist auf jeden Fall ein kleiner Dämpfer gerade. They wanna judge me
I'll testify. Catch me on Insta, I'll verify. They want me quiet, I amplify. I'm on my way to the best image you've ever seen. You know that you bow to the queen. You lose all your senses and reason. Besser, aber die letzten Tage war eher Energieabfluss. Jetzt die letzten zwei Stunden habe ich schon ganz gut, konnte ich schon ganz gut wieder auftanken. Eine ganze Menge netter und bekannter Gesichter hier. Mich riesig gefreut, vom Flughafen abgeholt worden. Richtig stylisch mit dem Cabrio, Fahrrad oben rein. Das war, jetzt fühlt man sich doch so langsam schon fast angekommen, obwohl man erst zwei Stunden hier ist. Stefan, wo sind wir hier? Im Kona Aquatic, wie heißt er? Nee, Kona Country Aquatic Center. Muss noch schneller als Golo sein. Dann ist die Wall rausgegangen, dann hat die Mexikon auf seine Frau gewartet. Das ist kleiner, auf dem ersten Bahn. Ja, hier ist der Katastrophe. Auch von hier. Bei Stefan würde ich sagen, geht es vor allen Dingen um die Experience, um die Erfahrung, ein geiles Rennen zu machen, geil über die Finishline zu gehen. Aber ob es dann 5 Minuten oder 10 Minuten mehr sind, wird bei Stefan nicht den großen Unterschied ausmachen. Nicht ganz so einfach hinter dir, auf jeden Fall. Aber nicht maximal. Du bist ja immer gesteigert, ne? Also, ne, letzte war schneller. Ja, der letzte war schneller, ja. Beim letzten muss ich schon sehr viel Push geben, um ranzugehen. Ja. Was sagt der Coach? Was hat er für einen Eindruck? Karl war sehr langsam, muss ich sagen. Es war sehr unentspannt. Nein, es war mega anstrengend, hinter ihm zu schwimmen. Von dem her, glaube ich, ist Karl da echt ganz gut drauf, gerade so was das Wasser angeht. Ich glaube, wenn er jetzt noch seinen Swimskin trägt und nicht unbedingt den Tree-Suit da drunter anzieht, sehe ich das sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Ich habe vor zwei Tagen das Gleiche gemacht. Dann heute war eigentlich viel besseres Gefühl, gleiche Zeiten. Ich würde sagen, ich bin fertig. Also. Bist ready für Samstag? Ja, hoffentlich. Das Eis. Bleibt halt kühl. Ja. Moin vom Cover High back Queen K to Bacarola. Bei Karl war es dann eben letztendlich so, dass es auch darum geht, jetzt eher so darum zu sagen, nimm die Erfahrung mit, sei froh, dass du hier bist, mach ein geiles Rennen, aber achte auch vor allen Dingen darauf, dass du eine geile Erfahrung machst und es mitnimmst. Okay, dann viel Spaß. Bis nachher. Ich bin nur vorbeigeschwommen, weil der Start ging halt vorher. Tickchen über Stunde. Also ich schätze beim Wettkampf ein bisschen unter Stunde, dann ist gut. Also ich bin zufrieden. Ja, also war ja kein Wettkampf, ein Training. Aber ja. Ist alles heiß? Also sehr heiß hier, aber ich glaube, ich bin ja schon seit einem Monat hier, dann eigentlich geht's voll und ich bin eigentlich mit der Hitze gewöhnt. Sonst Hawaii finde ich jetzt ganz cool, also allgemein als Insel, aber diesen Hawaii-Vibe oder Aloha, was immer hier jeder findet, das habe ich nicht irgendwie mitgespürt. Vielleicht kommt es noch mit Wettkampf, aber sonst finde ich die Insel ganz geil. Es gab immer Höhen und Tiefen, weil ich habe mich ja schon 2020, vor zwei Jahren eigentlich genau, qualifiziert in Tallinn. Ja, habe bisher drei Halbdistanzen gemacht. Dieses Jahr würde ich sagen, Frühling ging vielleicht nicht so gut. Mallorca kam halt nicht ganz so raus, wie ich gedacht hätte. Aber Duisburg vor zwei Monaten hat eigentlich gezeigt, dass der Form da ist und dass Hawaii auch gut rauskommen kann. Bei wie viel Prozent siehst du dich in Relation zu deinem Potenzial? Also ich glaube schon 99,9. Also ich fühle mich gut, ich fühle mich bereit, also mit jedem Tag eigentlich noch mehr bereiter und besser.
Deswegen, ich glaube, ich war noch nie in so guten Form. Ist es auch so, dass es vor allen Dingen auch natürlich um die Erfahrung geht, aber ich Karl schon so einschätze, dass wenn er ein sehr, sehr gutes Rennen hat, so im Bereich von 9 bis 9 Stunden 30 schon finishen kann. Also er bringt einfach die Werte mit, er hat auch in gewisser Weise die Erfahrung, er hat auch schon mehrere Ironmans gemacht, er hat auch schon viel Liga-Erfahrung, 70.3 Erfahrung und gerade auch so mit dem Ironman in Duisburg, den er da gezeigt hat, hat er das Potenzial, in den Bereich zu kommen bei einem sehr, sehr guten Tag. An integral part of my journey for the last few years. Yes, indeed. I got onto indoor training in general for the wrong reasons. I think many of us have experienced it, depending on where you are in the world. Tina hat mir gerade geschrieben, dass er wieder Schmerzen hat in seinem Bein. Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt so für ihn entwickelt. Aber das ist natürlich nicht so optimal, muss man sagen. Actually, it's the only thing I'm concerned about. I'm not nervous at all about the race, nothing, just like... Yeah, there's always something. So maybe that's the positive side of this situation. Yeah, I really hope so. It's not the other athletes, it's the island. It's having a, not respect, but understanding that it's, you're not fighting it because you will lose. Der erste Teil war dadurch charakterisiert, dass man erstmal so ein gewisses Ankommen hatte, dass jeder erstmal irgendwie mit den Vibes oder mit der Insel irgendwie erstmal konfrontiert werden musste und da die Bedingungen hier einfach komplett anders sind als in Deutschland, war es erstmal so ein neugieriges irgendwie auch Entdecken, weil ich sag mal für alle Athleten ist es ja auch so, dass es der erste Ironman Hawaii ist, also es sind alles Rookies letztendlich hier auch auf der Insel. Cool. And do you feel it when you run? The leg or is it? Like much, much less. Okay. Ja klar, ich meine, es ist halt immer so ein absoluter Albtraum, wenn du halt kurz vorher auch irgendwie noch sowas entwickelst und bei Tine war es letztendlich so, dass er so vor 2 Wochen hatte er das erste Mal bei einem Long Run halt Probleme damit. Es kann auch so ein bisschen am Schuhwerk liegen, weil er viel mit Carbon-Schuhen gelaufen ist. Daran kann es einfach so ein bisschen liegen, aber es ist immer mental natürlich auch ein sehr, sehr großer Struggle. Und ich glaube, jetzt geht es halt darum, ihn einfach zu beruhigen, auch so ein bisschen das loszulassen und dann einfach zu schauen, was können wir mit der Situation machen, wie können wir damit umgehen, was können wir daraus ziehen und wie kann sich das vielleicht aus so einem Rennverlauf entwickeln und kann das mit der Schmerz vielleicht dann auch komplett weggehen und einfach aus seinem Kopf nicht mehr nur noch so darauf zu fokussieren, weil wenn du dich darauf fokussierst, dann baust du halt wie so eine Autobahn, die einfach immer wieder da ist. Du denkst immer daran, du denkst immer daran, du denkst immer daran und dann kannst du letztendlich nicht richtig performen, weil du diese Autobahn dir aufbaust. Und es geht letztendlich darum, dann auch den Fokus wieder weg davon zu lenken und erstmal darauf zu sehen, okay, hab ein gutes Rennen, verpfleg dich gut, probier die anderen Dinge umzusetzen und dann schau einfach, was passiert. Tim, what do you think about Lars' performance? What do you think? How many watts do you think will you push? Max watts. 1,000. 1,000 watts, average, normalized. No, I mean, Lars has been the best of the best in an Olympic sport. He knows how to use his body to get the best out. I think he's normally racing for 6 minutes in rowing, and I think, you know, it's the patience that he needs to have here. But, you know, I've seen his journey just the last 6-7 months, and I can see he really can absorb the information and process it, and that's quite rare. So yeah, I know he's excited to be here and, you know, to actually hear about Kona and, you know, see Kona on TV, but to be here with the Zwift Academy, just like his coach, you know, I think he's in a great position to hopefully execute a really good race.
Ja, ich fange mal an mit Stefan. Ich würde sagen, bei Stefan ist in der Altersklasse 40 bis 45 unterwegs, eine sehr, sehr kompetitive Altersklasse, wo der Gewinner hier sicherlich eine Zeit hat von, vielleicht je nachdem wie die Bedingungen sind, aber von einer hohen 8 Stunden, von einer niedrigen 9 Stunden. Und ich denke, dass Stefan ein Stück langsamer sein wird als die ganz vorne Jungs, die da unterwegs sind. Und ich denke, dass Stefan, wenn er ein gutes Rennen hat und wenn die Bedingungen dazu passen, im Bereich von 9 Stunden 30 bis 10 Stunden vielleicht hier, sage ich mal, ankommen wird. Ich denke mal, das wäre super, super geil für Stefan. Und das wäre das, was ich mir jetzt auch so bei ihm gut hier vorstellen könnte auf der Insel. Noch so 17 Stunden bis zum Race, wie fühlst du dich? Sehr, sehr gut. Wenig nervös bisher, was glaube ich auch ganz cool ist. Ich fühle mich super vorbereitet, Beine sind gut, ist alles da, alles 10-mal durchgegangen, auch nichts vergessen wurde. Das kann einem sonst morgen, glaube ich, hart zum Hängnis werden. Nochmal richtig Salz aufgestockt und ich habe Bock. Für Karl sehe ich so, dass er, weil er natürlich irgendwie in der niedrigsten Altersklasse unterwegs ist, von 18 bis 24, ist es auch so, dass es vor allen Dingen auch natürlich um die Erfahrung geht. Aber ich Karl schon so einschätze, dass wenn er ein sehr, sehr gutes Rennen hat, so im Bereich von 9 bis 9 Stunden 30, schon finishen kann. Tine und Lars sehe ich beide halt unter 9 Stunden, wenn sie halt irgendwie ihr volles Potenzial da auch entfalten. Bei Tine ist es so, dass er eben, wenn er auf seine Laufstärke das ausnutzen kann und auch gut seine Schwimmperformance da umsetzt, dann hat er sehr, sehr gutes Potenzial, halt auch in der Altersklasse 30 bis 35 auch definitiv Richtung Podium zu kommen. Wenn er das ausnutzen kann und einfach diese Laufstärke umsetzt, gibt es wenig Leute, die ich so kenne, die auch besser sind und die auch gerade besser sind halt bei diesen Bedingungen hier. Man muss sich das überlegen. Er ist halt irgendwie beim Ironman Austria, nachdem er gestürzt ist und sich eine Rippe gebrochen hat, bei 32 Grad immer noch einen verdammt schnellen Marathon gelaufen. Und von 2 Stunden 50, glaube ich. Ja. I am a bit nervous. I hope my leg will be okay. That's actually my only concern right now. And if that's gonna hold on, I think we can have like a really nice day tomorrow. Bei Lars sehe ich es auch so mit dem Podium. Lars hat die Maschine. Lars kann auch seine Altersklasse gewinnen, gar keine Frage. Er bringt letztendlich alles mit, um hier auch erfolgreich zu sein und hier auch erfolgreich am Start zu sein. Aber es ist erst Lars' zweiter Ironman und das ist halt natürlich schon ein Augenzeiger und es ist sein erstes Kona auch. Und wir haben noch nicht so viel mit Hitze und mit Hitzerennen herumexperimentiert und wir haben zum Beispiel auch bei der Challenge Almere gesehen, dass es auch eventuell ein Problem sein kann bei Lars mit Hitze und das, glaube ich, ist morgen so eine gewisse Wunderbox. Nichtsdestotrotz kann Lars seine Altersklasse gewinnen. Ja, kann er definitiv. Und er kann auch ganz vorne bei den Amateuren landen, wenn er das abrufen kann, was er kann. Also er kann hier auch Amateur-Weltmeister werden. Bin ich fest von überzeugt, dass er das kann. Das wird morgen ultimativ spannend, das zu sehen. Gut, heute Morgen war der Puls ein bisschen höher. Vielleicht schon die Aufregung, aber sonst fühle ich mich echt gut vorbereitet, gut angekommen und jetzt Fahrrad abgegeben. Jetzt kommt schon so ein bisschen mehr Nervosität auf. Also mal schauen, aber ich glaube, so morgen wird sich das so nach dem Startschuss so ein bisschen legen. Da wird wahrscheinlich noch mal richtig, richtig viel Spannung aufkommen. Und dann hoffe ich, dass ich dann beim Fahrradfahren richtig so entspannen kann und dann den Tag wirklich genießen oder es schaffe zu genießen. Ich freue mich mega, mega morgen aufs Rennen. Es wird, glaube ich, super, super spannend. Ich bin super gespannt, was meine Athleten alle machen. Und ich würde sagen, ja, Rock'n'Roll. Am Start beim Ironman Hawaii und man hört es jetzt schon, die Trommeln fangen schon an zu schlagen. Es ist ziemlich aufregend, alle sind sehr gespannt, ich bin ziemlich aufgeregt. Lars hat gerade die Verabschiedung gemacht und so gut 20 Minuten geht's los. Ja, es wird, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr
sehr, sehr spannender Tag. Es wird, glaube ich, ein sehr heißes Rennen wie immer. In 2 Minuten startet Lars und dann 10 Minuten später Tine. Jetzt geht's los. T244. Rock Fryer will give them the green lights in the green caps to come down our rugged steps. Man sieht das ja hier schon mal. Man hat ziemlich Welle drauf. Es ist ziemlich choppy das ganze Wasser. Das merkst du auch auf der Schwimmstrecke. Du hast deutlich mehr Bewegung von den Schwimmen, von den Schiffen her. Das heißt, es sind heute auf jeden Fall, denke ich, herausfordernde Bedingungen fürs Schwimmen. Ich weiß nicht genau, wie die Strömung ist. Es ist ein bisschen schwierig zu sehen. Was sieht so aus, als ob es auch eher so ein bisschen mehr zurückdrückt. Normalerweise drückt es eigentlich immer ein bisschen in die andere Richtung. Und ich glaube, das wird eher für langsame Schwimmzeiten sprechen. Das wird eher dafür sprechen, dass es sehr herausfordernd ist beim Schwimmen. Ja, Lars ist raus. 1:01:30 Schwimmzeit. Ich glaube, damit können wir gut arbeiten. Damit hat man eine gute Ausgangsposition. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass die Bedingungen heute nicht ganz so einfach sind. Also, let's go. Fünf Minuten auf Top 10. 5 Minuten. Ja, Lars ist durch. 7 Minuten auf Top 10. Aber sah gut aus. Sah sehr solide aus. Hat uns noch zugerufen hier. Let's go. Was mit Tine? Tine ist auch raus aus dem Schwimmen, hat eine 57:20 hingelegt. Mega gute Schwimmzeit für heute. Und der müsste jetzt gleich hier auch vorbeirollen. Auf geht's, Lars! Sehr gut! Sehr gut! Ja, ich glaube, Lars hat Spaß. Der ist gerade hier vorbeigefahren wie ein Moped. Sah sehr, sehr ruhig aus, hat noch den Daumen nach oben gegeben. Jetzt geht's los auf den Queen K und dann fängt auch jetzt der richtige Spaß an. Tina haben wir auch gesehen, der ist hier schnell an uns vorbeigefahren. Der hat 5 Minuten Rückstand auf die Top 10. Läuft auch bei ihm, glaube ich, soweit gut. Und ja, bei ihm geht's jetzt auch los. Der kommt gleich wieder runter. Wir sind gerade auf dem Weg nach Kawaii. Das ist so ein Spot auf der Radstrecke, der so ungefähr, glaube ich, auf der Hintour sind so 60 Kilometer, auf der Rücktour sind es dann irgendwie um die 100. Ein bisschen mehr, glaube ich. Ich glaube 70, 110, irgendwie so in der Art. Auf jeden Fall, wir wissen es nicht genau, ob wir es schaffen. Das erste Mal jetzt, wenn Lars da vorbeibrettert mit der Gruppe oder ohne Gruppe, wird ein bisschen knapp, ihn da zu erreichen. Aber wir wollen ihm einmal so ein bisschen Zeiten durchgeben. Und auf der Rücktour sollte das auf jeden Fall gut klappen. Lars bewegt sich in Top 10, Top 20 gerade und hat so einen Rückstand von 4 Minuten auf die Spitze. Ich denke mal, das ist eine sehr, sehr gute Ausgangssituation. Jetzt auch nach ungefähr 40 Kilometer von der Radstrecke. Und ja, ich glaube, jetzt kommt erstmal noch so eine Phase, wo man noch so ein bisschen abwarten muss. Und dann, sobald die Jungs in Havi sind und dann wieder runterfahren, dann wird es wahrscheinlich nochmal sehr, sehr interessant, das zu sehen. Und da sind wir jetzt gerade auf dem Weg hin. Wir sind jetzt hier gerade bei Kawaii. So ein Punkt, so ungefähr 70 Kilometer. Lars ist schon durch. Wir haben gerade noch ganz kurz Tine gesehen. Genau, und bei Lars ist so ein bisschen auffällig, er hat eine Minute verloren gerade, müssen wir ein bisschen herausfinden, woran das liegt. Und Tino verliert auch ein bisschen Zeit auf die Gruppe. Aber wie gesagt, jetzt ist einfach noch so ein bisschen noch nicht so die entscheidende Radphase. Muss man einfach mal schauen, wie es sich jetzt in der nächsten Zeit entwickelt. Das taucht bei einem Tracker-Punkt gerade nicht auf. Wir haben da so ein bisschen, wissen nicht genau, was da gerade passiert ist. Und müssen wir jetzt mal abwarten. Hoffentlich hat er keinen Platten, hoffentlich ist nicht irgendwas passiert. Ja, müssen wir jetzt abwarten. Ciao. Lars, haben wir gerade die Trackzeit gekriegt. Ich glaube 25 Minuten später. Ist auf jeden Fall irgendwas passiert. Wahrscheinlich ein Platten. Ja, fuck it. Geschissen. Good job. Wir haben Stefan noch gesehen. Genau, wir haben Stefan noch gesehen. Der andere Seite, der macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Und ich glaube, der hat auf jeden Fall ganz viel Spaß.
ja, angenehm. Das geht ja jetzt so durch den Kopf vom Coach in einer Situation, wo man jetzt offensichtlich nicht so viel machen kann als Außenstehender. Ja, ist natürlich irgendwie ein bisschen fucked up Situation gerade, weil wir auch noch nicht so genau wissen, was los war oder wie, was genau passiert ist, aber generell natürlich irgendwie jetzt halt auch genauso die Situation, wo wir halt auch gedacht haben, wo Lars halt irgendwie nochmal so einen Stich setzen kann. Und jetzt nochmal irgendwie eine Packung zu kriegen von 15 Minuten ist natürlich irgendwie übel. Ja. Karl, auf geht's! Sehr gut, Karl, auf geht's! Hat uns nicht gesehen. Karl hat uns nicht gesehen. Meine Stimme ist wie ein Jugendlicher, 13-Jähriger, aber ja. Karl, ehrlich gesagt, einen ziemlich guten Job. Er bewegt sich so in den Top 10 die ganze Zeit. Und scheint gut im Rennen zu liegen. Finde ich sehr geil, muss ich sagen. Good job, guys. 7 minutes to the front. 7 minutes. Good job, good job. Sehr gut, Fritz, sehr gut. 10 Minuten auf ganz vorne, auf 1. Come on, sehr gut, sehr gut. Das 10 Minuten auf Top 10, 10 Minuten auf Top 10. Ist noch nicht verloren, ist noch nicht verloren, come on. Ja, das ist gerade vorbei. So 12 Minuten auf Top 10 ungefähr. Ein bisschen geschönt. Aber ja, wir wissen noch nicht genau, was passiert ist. Wahrscheinlich war es ein Platten. Und er sah aber jetzt, finde ich, soweit gut aus, solide aus, macht gute Fortschritte auch so im Tracker. Und jetzt wird es mal schauen, was er noch so rausfahren kann. 7 minutes to top 10. Sorry, to top 10. 7. 7. Yeah. 7 to 1. Sorry, 7 to 1. Fuck it. Okay. Tine ist durch. Hat ungefähr 7 Minuten Abstand zu Top 10. Und ja, macht aber einen kontrollierten Eindruck. Deren Jungs sind hier gerade hier hochgekommen und ich glaube, wir müssen mal gucken, wie sich jetzt bei Tina entwickelt über den Rückweg, dass er da auf jeden Fall noch so ein bisschen Energie spart, damit er einfach gut ins Laufen kommt, weil er hat definitiv, sage ich mal, so die Laufbeine, um nochmal auch so 10, 15 Minuten im Vergleich zu den anderen Jungs zuzulaufen. Lars! Lars, let's go! Du bist ganz klar dran! Wir sind jetzt an der Laufstrecke. Tina ist gerade hier bei uns vorbeigelaufen. Konnte laufen, sah gut aus, sah rund aus. Wir haben ja noch gesagt, 10 Minuten auf die Top 10. Und bisher macht Tina echt ein sehr, sehr solides Rennen. Gucken, wie er jetzt reinkommt und gucken, ob er da auch seine Stärke, sag ich mal, ausspielen kann. Bisher hat er noch keinerlei Schmerzen. Von dem her, das ist auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut. Lars haben wir gerade eben auch schon gesehen. Der ist schon ein bisschen weiter fein da vorne. Ist, glaube ich, soweit kommt auch ganz gut ins Laufen rein. Hat jetzt erstmal echt ziemlich schnelle Zeiten dargestellt und ist, glaube ich, so 3-4 Minuten noch hinter Fritz. Und auch noch da so, ich glaube im Bereich von 10 Minuten auch so in den, vor der Top 10. Also wenn er jetzt echt gut läuft, ist da auch noch richtig, richtig viel drin. Ich war so kurz vorm Aufgeben. Ich war schon fast im Aufgeben. 6 Minuten auf Top 10. Chill. 6 Minuten auf Top 10. Alles gut. But you're just making good progress. Come on. Auf geht's, Stefan! Ganz schön nass? Ja? Stefan wirkt so wie immer. Ich glaube, er ist aber auch am Campen. Er hat sich noch ein Handtuch hingepackt. Ich glaube, das ist auch echt anstrengend für ihn. Sieht auch so aus von seiner Bewegung her nicht ganz so locker. Aber ja, Stefan halt, Legende. Das hat halt viel Spaß dabei auf jeden Fall. Super Rennen, Herr Karl. Mega Rennen. Lass dich durch. Alles gut. Das ist echt gut. Ja, Karl wirkt. Karl ist ja ein super Rennen gemacht in den Top 10. Wirkt jetzt auch, sag ich mal, ich weiß nicht genau, was das meinte, aber ich glaube, ihm ist ziemlich warm gerade. Aber bisher läuft es richtig, richtig gut bei Karl. Ja, Stefan, wie er lebt und lebt. Ich glaube, er hat eine gute Zeit. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr hart für ihn. Also ich glaube, hier
hat man jetzt schon gemerkt, auch das ist schon von den Bewegungen her, merkt man schon, dass er ein bisschen lockerer unterwegs ist. Aber ich glaube, er hat richtig Spaß hier auf der Strecke, genießt das, appreciated ist und ja, ist einfach geil, geil das zu sehen. Sehr gut. Ja, ich muss sagen, Karl sieht echt gut aus. Also, jetzt. Ich finde, er holt in der Altersklasse halt nicht wirklich dramatisch viel auf. Er ist immer so in den Top 10 unterwegs. Es gibt auch zwei Leute, die einbrechen. Und wenn ich ihn mir jetzt so angucke, er sieht richtig, richtig gut aus. Er hat es, glaube ich, sehr gut auch aufgenommen. Und jetzt kommen halt so die harten Kilometer. Also, ich glaube, er hat gute Voraussetzungen, jetzt noch einen guten Marathon zu laufen. Wir sind spät dran, wir sind zwei. Lars und Tine sind jetzt noch bei Kilometer 30. Lars ist so in den Top 25 unterwegs und bin mir sicher, dass er da auch noch in die Top 20 läuft. Nein, es ist so ein bisschen bei Lars auf jeden Fall ein bisschen, ich glaube, er leidet auch ein bisschen und ist gerade bestimmt nicht ganz einfach. Es ist auch eine ziemlich schwierige Situation so bei Kilometer 30, weil man eigentlich zurück auf den Highway kommt. Und ja, jetzt geht es einfach nochmal darum, auch 12 Kilometer zu gucken, was kann ich noch machen, was kann ich noch reißen, weil hier verweise es echt so, dass auch in den letzten 5-6 Kilometern auch noch sehr, sehr viel passiert und ich glaube, dass Lars sehr, sehr stark ist mental und dass er da, sage ich mal, bestimmt auch das gut machen wird, aber das wird jetzt einfach nochmal spannend zu sehen. Bei Tine ist es so, dass er sich richtig, richtig gut nach vorne entwickelt hat. Er hat jetzt nur noch 3 Minuten bis in die Top 10 und läuft aber auch gerade so mit den schnellsten Split, also wenn er so weitermacht, der Junge, dann wird er da noch in die Top 10 kommen und das wäre echt richtig, richtig krass gutes Rennen. Wäre ich super, super happy mit. Und wer sich auch richtig gut macht, muss man sagen, ist Karl, der die ganze Zeit so den ganzen Tag in den Top 10 war und der jetzt 7. ist und gerade auch einen sehr, sehr guten Split läuft. Ich glaube, der hat sich das Rennen sehr gut eingeteilt. Der war sehr geduldig die ganze Zeit und er hat auch gesagt, wie viel Angst er auch in gewisser Weise vor dem Rennen hat. Und ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Karl vielleicht noch so in die Top 5 kommen würde, was natürlich ein Wahnsinnserfolg auf jeden Fall wäre. Und dann würde er auch mit einem kleinen Pokal hier nach Hause gehen. Das würde ich ihm sehr, sehr wünschen. This is Nathan Thompson. Ja, war das ein Ziel, hat nach Hause gebracht, hat es noch ein bisschen spannend gemacht. Der Track am Ende hat mich beziehungsweise er ist gegangen. Die letzten wahrscheinlich 2-3 Kilometer und trotzdem mit der 5. Platz ins Ziel gebracht. Ja, happy end auf jeden Fall, aber super, super spannende Arbeit. Ich habe die Stimme übergeben. Where did I place in Asia? 11th place. 11th. Yeah. Almost gold. No, but I double I, gold. Double one, double gold. Yeah. Double one. Okay. Only in World Championship. Yeah. Not only one time. Next time the baby was old. Yeah. Shouldn't do that. Thank you.
nur 6-1 war. Das ist auch schwer. Aber du kannst es besser. Das ist einfach nur die Pizza. Auch wenn du nicht alles anziehen sollst. Ja, ich weiß. Also ich hatte die Möglichkeit, der Dritte zu holen. Dritter wäre... Wenn der war 30 Sekunden. Wenn du normal weitergelaufen wärst, wärst du nicht gut. Ich weiß, also ich bin ja in dem Sinne normal gelaufen, aber... Aber der Vorteil war langsamer als du. Ja, klar. Also so weitergelaufen wärst, ich bin 4-0 gelaufen. Das ist nicht normal mehr. Also mein Puls ging über Laktat fast. Und da, also ich habe auch gesehen, ich wusste nicht, wie lange ich es einfach aushalte. Bei 2 Kilometer war es bei Laktat. Und ich dachte, ich schaffe es noch so bis Ende. Komm, egal. Sehr gut. Das wollte ich nicht. Genau, das wollte ich nicht. Ich will ja ein bisschen ganz langsam angehen. Was hast du gemacht? Wir sind sehr langsam. Ja, alles gut. Aber 10 Stunden. 10 Stunden. Ja. Ist ja okay. Hallo, es ist Hawaii. Mann. Ja, ein bisschen schneller wollte ich schon sein. Alles gut. Ich wollte nur nicht sterben. Alter, wir sind jetzt zuletzt. Die kamen mir jetzt euch entgegen. Und der Rest lag an der Seite, aber richtig auf dem Seitenstreifen aus. Die haben die mussten die reanimieren, aber die mussten da richtig, die waren weg. Wie die Fliegen, die jetzt sagen. Okay. Jetzt gab es halt noch keine Eiswahl. Und ich hab die alle so gesehen, hab immer auf die Uhr geguckt und so, ja, könnte ich schon noch schaffen, aber... Nee, mach. Ja, ich habe jetzt relativ viel nachgedacht über den ganzen Tag, über die Zeit hier, über irgendwie unsere 14 Tage. Und ich fange mal so an, dass ich irgendwie erstmal so meinen persönlichen Input vielleicht so gebe zu dem, was jetzt auch, ja, wie irgendwie, ich glaube, einfach die letzte Zeit, sage ich mal, vielleicht bei uns war. Und so war irgendwie auch so ein bisschen das Ankommen hier auf Hawaii, weil ich habe am Anfang gemerkt, dass es mir unglaublich schwierig fällt oder viel, hier auf dieser Insel anzukommen. Und dass ich erstmal so eine krasse, ich sag mal, vielleicht auch sogar Abneigung hatte irgendwie gegen das alles hier und ich immer noch so in diesem Hustle-Modus auch in gewisser Weise war am Anfang und dann dazu kam natürlich irgendwie eben auch noch Jetlag, Akklimatisierung, die klimatischen Bedingungen und irgendwie fiel es mir zumindest persönlich total schwer, hier halt anzukommen, wirklich auf der Insel und auch vielleicht das so zu appreciaten, dass man hier sein darf, dass wir auch vielleicht das machen können, was uns Spaß macht und dass wir letztendlich unglaublich auch privilegiert sind, egal ob es als Athleten ist oder auch als Coaches. Das habe ich am Anfang, würde ich sagen, gar nicht so mitgemerkt und das hat, ich würde sagen, eingesetzt, eigentlich erst, ich würde sagen, es ging so ein bisschen los, als wir dann mehr mit den Athleten gemacht haben, als wir unsere Fahrt gemacht haben nach Hawaii, wo ich dann gemerkt habe, so, okay, irgendwie die Dinge funktionieren, es läuft ganz gut. Es gab dann auch immer wieder so gewisse Schrecksekunden. Die Sache mit Karl, wo er einfach auf den Highway gelaufen ist und wir ihn halt irgendwie gesucht haben für 2 Stunden lang und er einfach nicht mehr zurückgekommen ist. Habe ich aber immer mehr so gemerkt, dass uns irgendwie auch so, ja, ich sag mal, die Insel vielleicht auch so ein bisschen was zurückgibt. So blöd das irgendwie immer klingt, aber dass wenn man hier auf Hawaii irgendwie vielleicht die Kultur akzeptiert, irgendwie auch mehr die Menschen akzeptiert und mehr auch so diese Vibes hier akzeptiert, dass man auch viel besser damit vielleicht auch klarkommt und dass man auch dann mehr über sich, seinen Körper und sein eigenes Potenzial in gewisser Weise auch erfahren kann. Und da habe ich immer mehr Beweise dafür irgendwie gesammelt, dass das so ist. Sei es irgendwie Tim Don, der irgendwie bei seinem Interview gesagt hat, dass es halt hier so wichtig ist, auf sich zu hören, auf seinen Körper zu hören, auf das, was einem in dem Moment einfach, wie man sich fühlt und was einfach bei einem so ein bisschen abgeht. Und egal, ob es auch Jan Frodeno war, der auch letztendlich sowas sehr Ähnliches gesagt hat, wo er auch meinte, in einem Interview, wie wichtig es einfach auch ist, hier irgendwie mit der Insel, sage ich mal, zusammenzuarbeiten. Oder auch, ob es dann, sage ich mal, auch die Erfahrungen waren mit unseren Athleten, wo zum Beispiel Stefan angekommen ist, der direkt so einen unglaublich krassen Vibe versprüht hat und direkt das Unglaubliche, finde ich, angenommen hat. Und man muss sich überlegen, Stefan hatte eine Anreise von 63 Stunden mit super oft Umsteigen, mit super vielen Sachen, die einfach Mist gelaufen sind. Und trotzdem kam er halt hier an und war sofort mit Energie gefüllt und sofort da und war sofort synchronisiert mit all diesen ganzen Dingen. Auch mit uns, der Vibe war irgendwie sofort da.
Und ich finde, von da an hat es sich einfach auch so entwickelt, wo ich gemerkt habe, dass es sich gut angefühlt hat. Und es ist super, super geil, es hier zu sein. Und ich auch unglaublich glücklich bin, dass wir hier sind und dass ich hier sein darf. Und genauso war es dann einfach auch so ein bisschen bei den Rennen und so die Dinge, die wir da einfach auch erlebt haben, wo ich auch wiederum gemerkt habe, dass bei keinem letztendlich das Rennen perfekt gelaufen ist. Es war bei keinem so, dass man sagen kann, der hat das ultimativ geilste Rennen hier auf der Insel und hat von Anfang bis zum Finish einfach voll sein Ding gemacht und hat nur auf seine Werte geachtet und hat irgendwie so sein Rennen durchgezogen. Aber ich glaube, das geht hier auch gar nicht. Und ich glaube, vielleicht ist das auch gar nicht so das Learning, was man mitnehmen sollte und was ich vielleicht auch mitnehme. Sondern ich finde, hier geht es vielmehr darum, mit sich selber zu arbeiten, mit seinem Körper zu arbeiten, zu fühlen, was kann ich an so einem Tag erreichen, was erlaubt mir auch in gewisser Weise, muss man sagen, die Insel auch hier zu erreichen, weil diese Insel oder was hier einfach auch so ein bisschen vorherrscht, das klingt jetzt esoterisch, aber das kann ich einfach ganz einfach auch zerstören. Weil du kannst nicht hier gegen den Pazifischen Ozean agieren. Wenn du krasse Wellen hast, dann musst du damit arbeiten, dann musst du damit leben und musst halt mit dem Flow arbeiten. Und danach gehst du aufs Fahrrad und genauso da musst du irgendwie mit den Winden arbeiten, du musst mit deinem Körper arbeiten. Du musst gucken, dass du da in Synchronisation mit der Insel irgendwie das Ganze angehst. Und dann auch beim Marathon, du musst da mit der Hitze umgehen können, du musst dich gut verpflegen können. Aber ich sammle halt immer mehr Beweise hier auf Hawaii, dass du die meisten Gadgets hier halt absolut vergessen kannst und dass du vergessen kannst, hier mit einem Plan anzureisen, den du 1:1 einfach hier so durchziehst. Und das erlebst du sowohl bei Amateuren als auch bei Profis. Der Ironman Hawaii ist ein Event, was unglaublich brutal hart ist, was super, super krass ist. Aber es geht viel mehr darum, finde ich, hier was mitzunehmen und eher auch die Sachen so zu appreciaten, also dankbar zu sein, auch dass man hier ist. Und ich glaube, dass man dann eine viel größere Chance hat, hier auch wirklich gut zu sein und das Rennen auch wirklich gut zu meistern. Und mein Learning ist vielleicht, dass ich mir dieses Video, was ich jetzt gerade aufnehme, einfach nächstes Jahr mal nochmal angucke, wenn wir vielleicht nochmal hier hinfahren und dann vielleicht schneller auch so in diese Synchronisation komme und mehr auch verstehe, was es hier auf Hawaii braucht und mehr auch so die Insel vielleicht auch akzeptiere und mehr die Dinge, die hier so passieren, akzeptieren und dann schneller in diese Synchronisation zu kommen und dann mit seinem Körper gemeinsam mit der Insel zu arbeiten vielleicht und einfach einen geilen Tag eventuell zu haben. Ja, das würde ich sagen, ist so die Zusammenfassung vom Ironman Hawaii. Und das ist das, was ich vor allen Dingen mitnehme und jetzt auch mir heute nochmal so ganz, ganz bewusst geworden ist, weil wir so viel erlebt haben in der ganzen Zeit und ich einfach nur total dankbar bin, hier gewesen zu sein, das alles mitzunehmen. Und ich weiß, dass ich da, glaube ich, wenn ich daran weiterarbeite, glaube ich, sehr, 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 sehr viel draus lernen werde.